Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ja, und heute machen wir wirklich mal Schicht im Schacht hier unten in Konuku. Wollten das Ganze ja schon eigentlich in der letzten Folge alles fertig bekommen, aber das hat dann doch ein bisschen länger gedauert als erwartet. Wir sind auch vor verschlossenen Türen gestanden, wie zum Beispiel hier bei dieser Libertad-Kiste am Friedhof San Antonio de Padua. Wir müssen einen Gruftschlüssel finden, wo immer der sein soll. Vielleicht ja da oben, denn das ist ein Gebiet, das wir uns noch anschauen wollen, genauso wie das da oben. Was auch immer das hier sein soll, mal gucken. Das ist das letzte kleine Gebiet, das wir hier unten haben. Dann fehlt uns nur noch hier ein bisschen was vom Wald. Da haben wir noch zwei, drei kleine Häuser. Da oben ist auch noch eins und dann kann es aber schon nach oben gehen Richtung Nachbarregion. Wir sind hier zwar immer noch in Konuku, aber auch schon fast in La Roja, in der Nachbarregion. Und hier gibt es wirklich einiges zu tun. Wir haben die Satellitenstation da oben. Es gibt hier jaranische Geschichten, Flugabwehranlagen, Rennen und so weiter und so fort. Schatzsuchen natürlich auch ein bisschen so drüber gestreut. Also dort oben gibt es definitiv noch einiges zu holen. Aber jetzt gucken wir mal hier in diesem kleinen Dörfchen, ob wir vielleicht Glück haben und möglicherweise dort den Gruftschlüssel finden. Denn ich würde ja schon mal gerne wissen, wo wir den finden können. Ich hätte ja natürlich auch offscreen mal nachgucken. Oh Gott, hab ich erschreckt jetzt hier. Offscreen nachgucken können, ob wir möglicherweise irgendwie hier in der Nähe vielleicht ein paar Orte noch erkunden müssen, die wir vielleicht schon erkundet haben und den Gruftschlüssel damals nicht gefunden haben. Da steht da bestimmt irgendwo, wenn man das googelt, wo der Schlüssel zu finden ist. Also an dem wird es, denke ich mal, nicht scheitern. Aber ich würde ganz gerne zuerst mal alles erkunden auf eigene Faust. Und falls wir dann zum Schluss wirklich hier vor verschlossenen Türen stehen, dann können wir immer noch nachgucken, wo wir hin müssen. Denn wir wollen ja sowieso, nachdem wir alles mal durchsucht haben, Freddys Friedhof. Na, guck mal an, das würde ja schon mal zusammenpassen. Wollen wir ja sowieso die Orte nochmal aufsuchen, wo wir was vergessen haben. Zum Beispiel was zum Lesen, zum Beispiel die USB-Songs. Da gibt es ja noch einiges, was wir noch nachholen müssen. Und vielleicht finden wir dort ja auch irgendwo dann den Gruftschlüssel. Okay, das ist auch noch verschlossen, aber ich glaube, das können wir ganz... Das können wir ganz gut in Angriff nehmen. So. Was hat denn der sich da aufgebaut, sag mal? El Mejor Amigo del Guerrero. Der beste Freund des Guerrero. Ein Hündchen. Oh, guck mal einer an, wie süß. Oh. Und sag bloß, das ist der Gruftschlüssel. Na, guck mal einer an. Schlüssel zum Grufttor. Na hallo, handschriftlicher Brief, liebe Sophia. Diese Friedhofsleute haben nach dir gesucht, weil ihr Schlüssel zur Gruft verschwunden ist. Ich habe ihnen gesagt, dass du so etwas niemals mitnehmen würdest. Und selbst wenn du es getan hättest, würde ich es auch ihnen auf keinen Fall sagen. Ich wünschte nur, du würdest mit mir reden, Sophia. Ich weiß, dass es schwer ist, seit deine Familie umgebracht wurden. Sie waren auch meine Familie. Du wolltest allein sein, also habe ich dich nie gestört, als du deine Nächte auf dem Friedhof und deine Tage da oben verbracht hast. Aber du kannst mich nicht aussperren, Sophia. Es ist immer noch mein Haus. Du kannst so lange bleiben, wie du willst, aber du musst mich nach oben lassen. Wir entdecken so viele neue Taino-Artefakte und mein Haus quillt schon über. Wann immer du bereit bist zu reden, bin ich da und höre zu, schreibt Freddy. PS, ich entschuldige mich für die gruseligen Geräusche, die aus dem Wohnzimmer kommen. Das ist ein kleines Projekt, an dem Joel und ich arbeiten. Wir wollen diesen Arschlöchern Angst einjagen und sie davon abhalten, noch mehr von uns zu töten. Wenn du uns dabei helfen willst, nur allzu gerne. Und ich glaube, da wurde die Idee geboren, diese Grusellautsprecher aufzustellen, die Radios, wo eben ein bisschen Gruselmusik gespielt wird, um eben die Soldaten davon abzuhalten, hier die Gegend unsicher zu machen. Und Sophia finden wir vielleicht in der Gruft, vielleicht aber auch hier. Er durfte anscheinend nur unten sein, sie hat die obere Etage für sich bekommen. Na, gucken wir mal, ich bin schon mal sehr gespannt. Und wir sind hier definitiv sehr richtig. Uiuiuiui. Was für eine kleine lustige Idee das war. Einfach mal ein paar Radios aufzustellen, eine Gruselmusik zu spielen und das hält dann tatsächlich die Soldaten auf. Interessant. Handschriftlicher Brief. Hola, Joel. Sorry, dass wir uns verpasst haben. Ich musste meine Cousine Sophia suchen gehen. Sie ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen und ich mache mir Sorgen. Sie verhält sich in letzter Zeit immer seltsamer. Wenn sie nicht auf dem Friedhof ist, ist sie oben im Haus, aus dem sie mich ausgesperrt hat. Keine Ahnung, was sie da oben gemacht hat, aber es kann nichts Gutes sein. Ich glaube langsam, dass es eine schlechte Idee war, sie hier wohnen zu lassen. Aber als ihre Eltern von Benitez getötet wurden, konnte sie nirgendwo anders hin.
Ich habe ihr einen eigenen Platz im Schuppen gegeben, aber die ganze Zeit von den Taino-Knochen und Reliquien umgeben zu sein, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt hilfreich. Ich weiß, du wolltest hören, wie ich die Kuhgeräusche bearbeitet habe, die du aufgenommen hast. Und? Was denkst du? Gruselig genug für dich? Um ehrlich zu sein, haben die wahrscheinlich meine Cousine verschreckt. Aber deine Idee, Funkgeräte in der Nähe unserer Vogelscheuche zu platzieren, war brillant. Die Soldados werden sich vor Angst einpissen, wenn sie das hören. Adios. Das sind also Kuhgeräusche. Modifizierte Kuhgeräusche. Wie geil! Und jetzt, wo man es weiß, hört man natürlich die Kuh auch raus. Ach schön. Eine schöne, aber einfache Idee. Ach, wie schön. Freue ich mich, dass das wirklich funktioniert hat. So, zahlreiche Vorratsgläser, aber überall nichts drin. Da haben wir noch ein bisschen Benzin. Jetzt ist natürlich die große Frage, kommen wir überhaupt irgendwie in diese Etage da oben? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, muss ich zugeben. Da ist nämlich alles zu. Na, wobei, da nach oben könnten wir theoretisch. Und dann hier rein. Und da ist das ganze Ding wieder verschlossen. Aber wir haben ja noch eine Granate dabei. Sorry. Ich hoffe, das ist sie nicht da unten. Ziemlich viel Holz wird da oben gelagert, aber warum ist die Frage? Da ist Asche am Boden. Asche und Knochen von irgendeinem Menschen. Aber was zum Teufel ist denn hier passiert, bitteschön? Alter Falter. Was haben die denn da für einen Altar aufgebaut? Oder war all das Sophia? Huch. Uah, sorry. Ach du Scheiße, guck mal einen an. Das ist wie eine kleine Kirche hier aufgebaut worden. Mit zahlreichen Totenschädeln. Die Flaschen an der Decke, die Scheren hier drüben. Ach du meine Güte. Also das muss irgendwann passiert sein, nachdem Sophia hier wieder nach unten gekommen ist oder verschwunden ist oder irgendwas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sophia so getrauert haben soll. Huiuiui, hat was Gruseliges an sich auf jeden Fall. Hallo? Das hat definitiv was Gruseliges an sich. Da wäre die normale Tür gewesen. Hat sich gerade angehört wie ein Kindergeschrei. Schreit dann Kind, wechsel Munition. Wer ist denn das? Was gehen denn hier für Dinge ab? Warum schreien da Kinder durch die Wälder? Du gehörst mir, Arschloch! Sie ist das. Mit so einer kindlichen Stimme. Na, Halleluja, jetzt geht's aber mal richtig los hier. Na, herzlichen Glückwunsch, das will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mich ja hier nur ein bisschen umgucken, bin froh, dass wir den Gruftschlüssel endlich gefunden haben, Gott sei Dank. Guck mal, wie viele da hergestellt wurden von den Dingern. Irgendjemand klopft da oben, das ist ein gruseliges Gebäude, ich geh mal wieder. Das macht sogar mir Angst, obwohl ich weiß, was dahinter steckt mit den Kuhgeräuschen und so weiter und so fort. Hörst du das? Da klopft irgendjemand. Wir gehen. Ich glaube, ich habe schon zu viel gesehen. Entschuldigung, habe immer noch ein bisschen Husten. Sudala. Gibt's da auch noch was? Nee, na gut, dann würde ich mal sagen, wenn wir schon mal den Schlüssel gefunden haben, dann können wir ruhig nochmal zum Friedhof zurückkehren. Wir setzen mal eine kurze Markierung hin. Bevor wir das später irgendwann mal vergessen, da sind natürlich jetzt hunderte Soldaten gekommen. Und da sind die Kuh. Die Kühe. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass diese Geräusche von Kühen stammen. Ich meine, jetzt, wo man es weiß, hört man es natürlich irgendwie raus. Aber hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, muss ich zugeben. So. Wer ist hier schon wieder? Wer redet da? Ach, der da. Na gut, und jetzt geht's endlich mal nach drinnen. In die Gruft. Hinab in die Gruft. Hinab zum Friedhof. Eieieiei.
Und hier gibt's natürlich zahlreiche Gräber, hin und wieder mal eine Kerze angezündet. Und auch eine Box. Für uns. Munition. Fürs Scharfschützengewehr kommen wir auch noch weiter. Tun wir. Eieieiei. Und mal wieder ein Hexenzirkel. Und ich vermute mal, das hier wird dann wohl die Sophia sein. Aber was hat sie gemacht? Hat sie sich selbst umgebracht oder wurde sie hierher gebracht? Wir sehen das Holz, das wir auch gesehen haben am Dachboden im Haus. Vielleicht hat sie das Holz hierher gebracht, aber das einfach so hierher zu bringen und sich dann hier zu opfern quasi. Ich weiß ja nicht, irgendjemand muss ja hier gewesen sein. Guck mal, die Kerzen brennen ja noch. Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Aber ich glaube, Sophia, die haben wir gefunden. Die ist nicht verschwunden, die wurde nicht entführt. Die liegt da unten in der Gruft. So. Mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn mapmäßig aus? Da oben sollten wir vielleicht mal hinschauen. Gesundheit. Ist das tatsächlich noch unser Auto, das hier rumsteht? Das ist ja wirklich wahr. Dass das noch nicht despawned ist, wundert mich. Cool. Schnappen wir uns. Hallo, Kollege, ich bin einer von euch. Also, ich bin eigentlich ein Alien, aber egal. Zumindest in meinem neuen Outfit hier. Guck mal, wie geil das aussieht. Wie stylisch. Ist es zwar nicht unbedingt passend für einen Kommandanten hier, aber egal. Hauptsache, es bringt uns gute Fähigkeiten und das tut's definitiv. So, lala. Und irgendwo hier? Genau da? Achso, wir sind ja schon hier. Das ist ja schon wieder ein Friedhof. Wie kann das überhaupt schon wieder sein? Warum gibt es hier einen Friedhof neben dem anderen? Da ist schon wieder einer. Wir haben gerade eben erst einen besucht. Hoffentlich müssen wir hier keinen Gruftschlüssel finden. Eieieiei. Der nächste Friedhof. Da merkt man mal, was hier für Zustände herrschen. Ein Friedhof neben dem anderen. Nur ist der schon ein bisschen runtergekommen. Ich weiß nicht genau, ob der... Naja, wobei, die Kreuze hier sehen relativ modern aus. Hat erinnert mich ein bisschen an Far Cry 5. Aber gut, wir hatten ja schon mal eine kleine Erinnerung an Far Cry 5 vor ein paar Folgen. Wo irgendjemand damit Bliss anscheinend was fabriziert hat. Mit der Droge, die wir ja aus Far Cry 5 zu Genüge kennen. Und auch hier wieder dieser Hexenzirkel. Sehr mysteriös. Sehr, sehr, sehr mysteriös. Vielleicht hat sich hier auch irgendeine Sekte rumgetrieben. Das kann natürlich auch sein. Abgesehen jetzt von den Soldaten oder von Libertad oder sonst irgendjemanden, sondern einfach Leute, die mit der ganzen Sache, mit dem Krieg, mit dem Bürgerkrieg hier gar nichts zu tun haben wollen. Sondern die einfach eine Sekte gegründet haben. Um sich da irgendwie einzuversetzen, um vom Alltag zu fliehen. Man weiß es nicht. Man kann nur mutmaßen. Und solange wir da nichts Handfestes finden, wie beispielsweise ein Schriftstück oder sowas, werden wir da auch nur mutmaßen können weiterhin. Eine Karte von Yara, ein Funkgerät da oben und zahlreiche Dinge, die wir sammeln können. Dann auch hier der Grabstein ohne Beschriftung, ohne Initialien, ohne Sterbedatum, ohne Geburtsdatum. Leider rein gar nichts. Aber wie gesagt, dieser Friedhof sieht mir ein bisschen mitgenommen aus mittlerweile schon. Aber da sieht man eben, was der Krieg zu bedeuten hat. Ein Kreuz neben dem anderen. Und ein Friedhof neben dem anderen. Das ist der Wasserfall El Duello, den kennen wir schon. Und dann sollten wir vielleicht mal da nach hinten gehen. Und wenn wir Glück haben, können wir das sogar vielleicht mit dem Ringsuit probieren. Schauen wir mal. Sollte theoretisch hinhauen. Ich hoffe, es haut auch praktisch hin. So, ich versuche mal das Maximum hier rauszuholen, dass wir so weit wie möglich fliegen können, wobei das jetzt nicht ultra weit sein wird. Da könnten wir uns ein Pferd ausborgen, bringt uns aber nichts. Hallo Freunde, das Alien ist hier. Okay, wir sind weiter geflogen, als ich gedacht habe. Da drüben wollen wir hin. Verschwinde hier. Was willst du von mir, blöder Idiot? Leg die Waffe weg. Ja. Ich habe dich gewarnt. Na, jetzt mal lieber nichts gewarnt, dann wird's noch am Leben sein, du Idiot. So.
So sieht's mal aus hier, Freunde. So, Dalam, na gucken wir mal. Okay, das sind welche von uns, die hätten sowieso gleich geschossen. Also, irgendjemand wäre gestorben und ich bin froh, dass es nicht unsere Leute sind. Wie kommen wir denn da jetzt rauf? Sag mal, ach, müssen wir gar nicht. Guck mal, da haben wir schon alles entdeckt. Sehr schön, sehr schön. Touré-Höhlen. Da möchte ich gerne hin. Oder sollen wir vielleicht einfach mal der Straße folgen? Aber jetzt sind wir eh schon irgendwo nirgendwo. Nee, weißt du was? Da möchte ich hin. Einfach mal querfeldein. Da oben ist die Straße. Sieht ein bisschen gefährlich aus. So, Dala. Hallo. Lieber Tatarschloch. Halt die Fresse, blöder Idiot. Was will denn der jetzt auf einmal? Ich grüße ihn auch noch so freundlich. Schlimmer und zu gefährlich. Naja. Wird ja sehen, was er davon hat. Nicht viel. So, Dala, ich bin gespannt, wie wir da bitte schön raufkommen sollen. Funktioniert das? Funktioniert. Es ist zumindest ein offizieller Weg. Zumindest wurde das hier so designt. Anscheinend dürfen wir hier lang. Ich möchte aber irgendwann noch gerne auf die andere Seite des Wasserfalls. Und das kann lustig werden. Wobei da oben sehe ich, glaube ich, eine kleine Brücke. Vielleicht hilft uns die ja weiter. Und es geht mir hier jetzt prinzipiell... Okay, das ist keine Brücke. Das ist nur sowas zum Jumpen hier. Es geht mir hier jetzt... Hau ruck! Prinzipiell gar nicht darum, irgendwas zu entdecken oder sowas, sondern einfach mal zu sehen, was wir überhaupt finden können. Da hätten wir ein einziges Haus. Ja, und würden normalerweise hier langfahren. Okay, wir sind hier, wollen hier hin und müssten laut Navi hier entlang. Ist ein bisschen ein Umweg. Leicht. Dauert vielleicht eine Minute länger. Okay, wir müssen irgendwie darüber kommen. Ich habe nur keinen Plan, wie... Ich hab das Gefühl, die Hügel da drüben werden immer größer. Oje. Oje, oje. Wir sind da irgendwo reingeraten, wo wir jetzt nicht mehr so einfach rauskommen. Hua! Oh Gott. Na gut, der Fallschaden ist ja verringert durch unser neues Outfit. Oje, oje, oje. Wir waren hier schon mal, ich erinnere mich. Oh Gott! Ach du Scheiße, haben mich jetzt erschreckt. Alter Falter, willst du mich verarschen? Ciao? Alter, einen Herzinfarkt bekommen wir jetzt gerade. Huiuiuiui. So, schnell weg hier. Ich will dich nicht umbringen. Also eigentlich schon, aber solange wir entfliehen können, nehme ich mal lieber diese Methode. Fick dich doch da unten, bitte schön. Ich habe einen Herzinfarkt jetzt bekommen gerade. Holla, die Waldfee. Wie im Horrorfilm gerade. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ich habe nach einem Ausweg gesucht. Und nicht nach einem Tod, sondern einem anderen Ausweg. So, das sind zumindest mal Freunde, Gott sei Dank. Alter Falter. Okay, da drüben wollen wir hin. Jetzt sind wir hier im Libertad-Pfad. Ja, das sehe ich auch so. Boah. Ich glaube, ich habe gerade Herzrasen. Huiuiui. Okay, irgendwo da unten sollen wir hin angeblich. Na gut, dann machen wir das mal. Jetzt können wir hier ja wieder querfeld einlaufen. Der Wasserfall ist ja irgendwo da drüben. Der kommt uns nicht mehr in die Quere, hoffentlich. Und irgendwo da unten sollte sich dann angeblich dieses eine kleine Gebäude befinden, das ich mir gerne anschauen würde. Sonst gibt's ja hier nix. Nur dieses eine kleine Gebäude. Aber wo ist es? Da vorne. Das ist es. Hallo! Finca Flores? Was ist denn da vorne los? Sind das Skulpturen? Ja. Oh. Auch Soldaten sind hier. Was ist denn hier schon wieder passiert? Aha. Die hat keinen Kopf mehr. Ob das wohl sinnbildlich für irgendwas stehen soll? Der Hund scheint Bescheid zu wissen. Ja, aber was weiß er denn? Ist das ein Kind von Lorenzo? Was machen wir hier überhaupt? Hallo? Das ist das Haus am Fluss. Von Lorenzos Fotos. Och, tatsächlich!
So, na, wenn der Hund Bescheid weiß, dann sagen wir mal, dass der Hund auch Bescheid weiß. Der Tod lauert. Das ist tatsächlich... Entschuldigung. Das hier ist es, guck mal. Eh genau das, das wir brauchen. Ein Haus von Lorenzos Kindern. Aber warum stehen denn hier so viele Skulpturen rum? Der Hund weiß was. Das ist klar. Aber ich würde ganz gerne mal gucken, was das Haus sonst noch so weiß. Guter. Weißt du, wo Maricella ist? Und überall die Skulpturen. Da hinten bringen die den vielleicht irgendwie zu Grabe oder sowas? Oder feiern eine Party? Ich weiß es nicht. Der hat keinen Kopf mehr. Da wird Verstecken gespielt. Hier hängt jemand die Wäsche auf. Da werden die Blumen gegossen. Hat die irgendwie so ein Designer gewohnt oder so? Oder eine Designerin, Maricella? Warte mal, da ist ein Brief. Vielleicht findet man da was raus. Kleiner Liebesbrief, mein Herz. Du bist mehr ich selbst, als ich es bin. Woraus auch immer Seelen bestehen, deine und meine gleichen sich. Besuch mich an meinem Lieblingsort für einen Bissen. Erst das Essen und dann du. Überquere den Fluss und folge dem Pfad. Ich werde uns ein Feuer bereiten, dort, wo sich die Flüsse kreuzen, wie unsere Seelen, schreibt Pedro. Dann irgendwie habe ich das Gefühl, genau dort werden wir Maricella möglicherweise auch finden können. Hat aber was Gruseliges mit diesen Skulpturen hier. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ach so? Na, schauen wir mal. Pedro. Was ich kann und du nicht. Noch eine. Uns entkommt niemand. Mhm. Uns entkommt... Oh, da ist ja noch ein Hund. Uns entkommt niemand. Die schönen Blumen... Blumen sag ich schon. Die schönen Skulpturen zerstört. Aha. Interessanter Ort hier, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ort. Und da wurde anscheinend irgendjemandem gerade der Kopf abgehackt. Vielleicht soll das so einen Mordschauplatz darstellen. Hm. Na gut, mal gucken, was der Hund weiß. Du bist ein braver Hund. Wer ist ein guter Perito? Zeigst du mir, wo Maricella ist? Ach so, ich hab gerade getrunken, sorry. Na gut. Folge Maricellas Hund. Ja? Okay, let's go. Let's go, durch das Wasser. Okay, wo sich die Flüsse küssen. Und dort ist Pedro. Sehen wir das irgendwo auf der Karte, wo sich die Flüsse küssen? Ich habe keine Ahnung, wer sich da irgendwo küsst. Möglicherweise hier oben. Beim iranischen Krokodilen hoffentlich nicht. So, mein Lieber, weiter geht's. Ich bin schon da. Lauf mal lieber nicht zu schnell. Wir wollen ja ein bisschen die Aussicht genießen. Das ist wunderschön hier an diesem kleinen Flüsschen. Wenn jetzt nicht irgendwie jede 5 Meter ein Soldat hier patrouilliert mit seinem Hund. Ah! Finden wir die beiden möglicherweise hier. Wo sich die beiden Flüsse küssen. Maricella? Ja? Und da haben wir die beiden tatsächlich. Ärger, Guerriera. Wir haben eigentlich gerade zu tun. Pedro und Maricella, na guck mal eine an. Mit einer schönen Liebesmusik. Haben sich Blumen besorgt, Wein getrunken. No. Ist der Umschlag für mich? Maricella, dieser Brief ist für dich. Von Lorenzo Canseco. Ich wette, jetzt gibt er endlich zu, dass er mein Vater ist. Moment. Lorenzo ist auch dein Vater? Oh nein. Wir sind verwandt? Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube, wir brauchen einen Moment. Gut, ja. Ich glaube, ich gehe dann mal. Oh. Ach. Okay. Und sie muss erstmal kräftig kotzen. Ja. Das sind dann so diese typischen Far Cry-Dinger. Die kommen aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung. Ja. Moment, Lorenzo ist auch dein Vater. Upsi. Die beiden Geschwister als Paar. Na gut, sie wussten es ja nicht. Man kann sie ihnen ja nicht übel nehmen. Sie wussten es ja nicht. Lorenzo hat ja
seine Kinder wie Salz über Yara gestreut, wie wenn es schneien würde und die Schneeflocken prasseln auf die Erde. Überall dort sind seine Kinder verstreut, habe ich das Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind diese Far Cry-Drehungen und Wendungen, die kommen aus heiterem Himmel. Ach du Scheiße. Und sie kotzt sich jetzt hier die Seele aus dem Leib. Ach, der Arme. Gerade eben noch hier rumgeschmust mit einem schönen Gläschen Wein und plötzlich kommst du drauf, upsie, das war meine Schwester. Okay, ich glaube, ich lasse euch mal lieber allein, ihr beiden. Tschüssi. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich mit 6 von 7 Kindern geredet haben, denn das waren ja 2. Na egal, 2 kommen noch. Die Frage ist, welche? Okay, den Ort kennen wir, da waren wir irgendwann schon mal. Und da ist die Finca Perdomo, auch den kennen wir, glaube ich, schon. Also das ist irgendwo ein Ort zu finden, wo wir schon mal waren. Na gut, das heißt, so schnell werden wir da wohl nicht fündig werden, habe ich das Gefühl. Na gut, macht aber nichts. Egal, egal, egal. Irgendwann mal kommen wir dort schon hin. Ach so, da oben geht's weiter. Gut, da müssen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz bei denen vorbeigehen. Die kotzt immer noch. Och, die arme Frau. Ich würde dir gerne helfen, ich weiß nur nicht wie. Ich glaube, wir haben denen schon genug geholfen. Da sollten wir eher mal zurückstecken jetzt für die nächste Zeit. Oh. Ist das der richtige Weg oder wie? Apidobara-Höhle. Wer? Nee, ich will ja zur Straße rauf. Ich will nicht in der Höhle. Ah, sorry. Aber hier waren wir schon mal drin, oder? Ich glaube, wir haben damals den Panzer hier drin versteckt. Kann das sein? Ich denke, ja. So, ich hoffe, das führt uns irgendwie zu der Straße nach oben. Denn dort hätten wir noch den letzten Teil, den wir erkunden wollen. Da sehe ich schon mal die Straße, zumindest die Kurve, die gefährliche. Jo, da haben wir die Straße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich vermute, mit einem Auto wären wir hier nie nach oben gekommen. Jetzt ist die Frage, freut sich der Sohn, uns zu sehen oder denkt er sich, warum treibt sich hier ein Alien in Yara rum? Könnte beides sein. So, warte mal, da vorne müssen wir hin. Da lang, da hinten weiß ich gar nicht. Ich glaube, da waren wir schon. Aber das hier müssen wir auf jeden Fall nochmal entdecken. Okay. Das heißt, einfach mal der Straße folgen, kurz mal hier anhalten. Konuko Aussichtspunkt. Den kennen wir auch noch nicht. Sieht man ja, da steht das Metall noch rum. Hier waren wir noch nicht. So. Mhm. Kokosnuss, lecker Schmecker. Sorry. Ein kleiner Markt. So, wir schnappen uns mal alles, was da so rumsteht. Und natürlich du auch bist es. Die Briefe. Gefaltete Nachricht. Naja, sieht ja eher nicht so gefaltet aus. Entschuldige, dass ich den Stand vorzeitig verlassen habe, Astere. Aber Valdez braucht etwas für Obst, für Arrangement auf dem Mercado Serrano. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Soldaten hier langsam den Verstand verlieren. Als ich zurückkam, sah ich einen Haufen von ihnen mit Mangos jonglieren und sich kaputt lachen. Sogar dieser knallharte Kapitän war total ausgelassen. Ich sagte, hier liegt irgendwas in der Luft, das den Soldaten nicht bekommt. Und ich liebe es. Oder jemand versucht, die Soldaten unter Drogen zu setzen. Ich meine, die müssen ja auch irgendwo was essen. Und wenn die vielleicht zu einem örtlichen Markt gehen und die Leute wissen, irgendwann mal kommen die Soldaten und geben denen irgendwie mit Drogen vollgepumptes Zeug, dann lässt sich da natürlich was machen. Das ist schon mal klar. So, komm, weiterfahren. Na gut, und dann gucken wir uns doch mal da oben, würde ich sagen, um. Und dann hätten wir, glaube ich, auch in diesem Gebiet halbwegs alles, was wir finden können, mitgenommen. Inklusive den sich liebenden Geschwistern, so rum. Und die haben das Wort Liebe wohl ein bisschen zu wörtlich genommen. Na gut, die wussten es ja nicht. So, was liegt da rum? Konfiszierungsbescheid. Obstverkäufer von Yara, dies ist ein Konfiszierungsbescheid von ihrem örtlichen Kapitän. Ich habe Lust, mir ein paar Farben anzusehen, also sammeln Sie die besten Früchte, die Sie haben. Tja, das Leben unter der Militärherrschaft, ein Traum. Wer ist da, bitteschön? Ach so. Bellen sich die nur an oder sind die böse? Wobei, das ist ein Wolf, der wird wohl nicht bellen. Aber die tun nichts. Noch nicht. Ich lass die mal.
Warum sind die so böse? Hallo, warum seid ihr so böse? Was ist denn los mit euch? Das sind Straßenhunde. Warum sind die so böse? Waren das die beiden da oben gerade? War ja doch kein Wolf dann. Warum sind die so böse? Das sind die ersten Hunde, die uns angefallen haben. Also abgesehen von den Soldatenhunden natürlich. Hä? Was haben denn die jetzt gegen uns? Wahrscheinlich, weil wir wie eine Alien rumlaufen. Kennen sich die nicht mehr aus, aber wir sind's. Das ist möglich. Das wäre eine Erklärung. So, da unten haben wir noch ein bisschen was. Jetzt greifen uns schon die Wildhunde an. Na, so weit kommt's noch. Haben wir Yara wieder auf richtige Bahnen gelotst und jetzt greift uns die Wildnis an. Das brauchen wir ja gerade noch. So, wie schaut's aus? Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Wir haben alles mitgenommen. Der untere Teil von Konuku, der wäre jetzt mittlerweile abgefrühstückt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier hin? Zum Rahe-Plateau, zur Satellitenstation Roca Pequena? Das ist eine gute Frage. Wir könnten theoretisch vielleicht hier gucken, ob wir einen Absprung beim Versteck Habanera machen könnten und dann irgendwie hier in der Nähe oder so landen. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist nämlich irgendwie die einzige Idee, die ich habe. Der nächste Ort an dieser Festung. Und dann gucken wir mal, wie es da oben aussieht. Ich bin ja schon mal gespannt in La Hoja. So, Brief an Lorenzos Kinder. Den Gegenstand haben wir wieder. Okay, 500 Meter. Das sollte man, denke ich, mal schaffen. Vier neue Depots. Irgendwo hier anscheinend aufgedeckt. Worüber die jetzt wieder herkommen, ich habe keine Ahnung. Drei Oluwa-Götzenbilder. Oder sind das dieselben von vorher? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, all die Dinger, die wir jetzt nicht sammeln, sammeln wir sowieso später irgendwann mal. Also wir werden schon nichts verpassen, keine Angst. Das wird definitiv nicht der Fall sein. So, und ich glaube, weiter als hier werden wir nicht mehr kommen. Die Frage ist, wo sind wir überhaupt? Ach, eh da. Na, das trifft sich ja ganz gut. Das trifft sich ja ganz gut. Dann würde ich ganz gerne nochmal kurz einen kleinen Ausreißer nach da vorne nehmen. Damit wir mal das hier noch alles entdeckt haben, damit wir jetzt nicht irgendwie wieder so einen kleinen Spalt übrig lassen. Das wäre doof. Machen wir das vielleicht sogar mal so. So, Leute, wie schaut's aus mapmäßig? Sehr gut schaut's aus mapmäßig. Das passt ganz gut. Und dann drehen wir nochmal um und gehen da oben zum Rahe-Plateau. Und dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns das in der nächsten Folge. Die nächste Festung, die nächste Basis, die wir uns schnappen werden. Vor ein paar Folgen war das Valle Prehistorico der Fall. Jetzt haben wir da oben die Satellitenstation. Aber natürlich, wir wissen ja ganz genau Bescheid. Der Aufstand, der lässt sich lange auf sich warten. Und wenn die FND-Soldaten schnuppern, es gibt hier wieder was zum Zurückholen, dann werden sie nicht lange zögern und in der nächsten Woche hier den nächsten Aufstand starten, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen sollte man hier mal die Beine in die Hand nehmen, so schnell wie möglich alles aufdecken, was wir hier aufdecken können und wollen. Ja, und dann bleibt uns ja nur noch da oben La Hoja übrig und eben dann auch zum Schluss Esperanza, die Hauptstadt. Denn auch dort haben wir noch das ein oder andere Ding, das wir holen wollen, den ein oder anderen Ort, den wir erkunden wollen. Aber wie gesagt, alles nach und nach, alles mit der Zeit. Jetzt gucken wir erstmal hier in La Hoja, in Konuko und generell in El Este. Und wenn wir das fertig haben, geht's dann nach oben nach Esperanza. Außer es macht mir irgendwie so einen Aufstand einen Strich durch die Rechnung und ich möchte gerade aufnehmen und der Aufstand passiert genau in der Region, wo wir gerade sind, dann geht's natürlich nicht. Da müssen wir das Ganze irgendwie umplanen oder verschieben. Aber ansonsten würde ich mich ganz gerne mal um diesen Ort da unten kümmern und dann nach Esperanza gehen, um dort eben die letzten Reste nochmal abzufrühstücken. Ja, und dann bleibt ja auch noch einiges übrig. Eben, wie gesagt, einmal quer durch die Map latschen und alles mitnehmen, was wir noch so vergessen haben. Die Briefe, die USB-Songs und so weiter und so fort. Da gibt's ja noch einige Sammelobjekte. Die Kryptogramma-Kisten beispielsweise. Es geht dann auch noch weiter mit den Lola-Missionen, da warten auch noch einige auf uns und doch die Spielereien, genauso wie zum Beispiel in den letzten Folgen das Lost Between Worlds DLC, gibt es ja dann auch noch Reisen zurück in die anderen Far Cry-Spiele, in Far Cry 5 zum Beispiel zu Joseph Seed, also es wird noch einiges auf uns zukommen. Bevor sie jetzt hier anfängt zu telefonieren, würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6 und kümmern uns dann um den nächsten Außenposten. Bis dahin, tschüss!